Science Talk wird Ihnen präsentiert vom Land Niederösterreich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute aus dem Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, eine Forschungseinrichtung des Landes Niederösterreich, die sich schwerpunktmäßig mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen zur Energiegewinnung beschäftigt. Ein Zukunftsthema, das uns alle betrifft. Um Rohstoffe anderer Art geht es bei meinem heutigen Gast. Vera Hammer ist Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung und des staatlichen Edelsteininstituts des Naturhistorischen Museums Wien. Als solche ist die Mineralogin für die Betreuung einer der größten Mineralien- und Edelsteinsammlungen Europas zuständig. Ein Science Talk mit Vera Hammer. Name Vera Hammer, Herkunft Wien, Beruf Mineralogin, Schwerpunkte Analyse, Bestimmung und Materialgutachten von Schmuck und Edelsteinen, Werdegang, Studium der Mineralogie und Kristallographie, ab 1989 Assistentin am Institut für Petrologie, Universität Wien, zwischen 1989 und 1992 Technikerin an der BVFA Arsenal, seit 1992 Kuratorin in der Mineralien- und Edelsteinsammlung am Naturhistorischen Museum Wien, seit 2007 Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung, Leiterin des staatlichen Edelsteinsammlungs. Instituts. Privat war bereits als Kind begeisterte Mineraliensammlerin. Frau Hammer, Sie haben Mineralogie und Kristallographie an der Uni in Wien studiert. Woher stammt denn Ihre Faszination für Edelsteine, für Mineralien? Hat diese Materie Sie schon immer fasziniert? Ja, man kann wirklich sagen, schon immer, denn ich kann mich erinnern, dass ich schon als Vorschulkind zu Hause am Schotterhaufen gesessen bin und mich die Steine fasziniert haben. Ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen, also auch nicht so typisch für einen Mineraliensammler. Die meisten stammen aus alpinen Regionen. Aber da wir eine ewige Baustelle zu Hause hatten, hatten wir auch immer einen Schotterhaufen. Und ich durfte als Kind auch raus, wenn es geregnet hat. Und da begannen die Kieselsteine ihre Farbe zu entfalten. Für mich begannen sie zu leben. Diese besonderen Erinnerungsstücke haben Sie uns mitgebracht? Das ja, ich habe vor kurzem im Elternhaus diese Kassette gefunden, die wirklich aus den frühesten Tagen meiner Sammelleidenschaft stammt. Ich habe auf diesem Schotterhaufen die schönsten Steine herausgepickt, die Märchenwürfel, die eigentlich in der Kassette waren, hinausgeschmissen. Ich habe damit das Ende meiner Kindheit beschlossen und zu sammeln begonnen. Das heißt, das, was hier drinnen sind, sind für Sie besondere Stücke? Das sind meine Schmucksteine gewesen damals als Kind, ja. Was ist dieser Stein für ein besonderes Stück? Also ich habe dann in späterer Folge ebenfalls in der Kindheit eigentlich von jedem Ausflug, von jedem Urlaub Steine mit nach Hause genommen und ich war einmal auf einem Jugendlager und da habe ich in einem Bachbett diesen Stein gefunden, also von hinten quasi nicht erkennbar, aber wie ich ihn dann ausgebuddelt habe, habe ich diese wunderschönen funkelnden Kristalle gesehen. Mhm. Es war bei Bad Fischau in Niederösterreich ein schöner Kalzit und auch der erinnert mich an meine frühe Sammelleidenschaft. Mhm. Was können Sie uns über Kalzit gleich erzählen? Ja, Kalzit ist ein Kalkspat, wird er auch genannt. Mhm. Kann als Baustoff verwendet werden. Kalk kennt jeder. Wenn er gebrannt ist, wird er als Kalkanstrich und so weiter verwendet. Aber schöne Stufen werden natürlich gesammelt. Mhm. Sie leiten heute die Mineralien- und Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum und damit eine der größten Sammlungen Europas. Was zählt zu Ihren Aufgaben? Wie schaut Ihr Arbeitsalltag dort aus? Also das ist ein ganz normaler Alltag eines Kurators. Man ist für die Sammlung verantwortlich, sprich ich bin dafür verantwortlich, dass Sachen eingekauft werden bzw. aufgesammelt werden, dass diese Sachen beschriftet werden, dass diese Sachen auch nummeriert und katalogisiert werden. Aber natürlich, dass dieses Material auch bestimmt wird, dass auch das Richtige in die Sammlung kommt und nicht vielleicht unter einem falschen Namen. Und des Weiteren habe ich auch noch zusätzliche Aufgaben. Das ist ein Teil, ist die Forschung, zu schauen, was mit den Materialien, gibt es neue Materialien auf dem Markt, kann man die bestimmen, kann man da etwas erforschen, dass es das noch nicht bestimmt ist. Und die Tätigkeiten in einem Museum sind sehr vielfältig. Ich mache sehr viele Führungen, ich zeige den Leuten, was wir haben, ich zeige den Leuten auch, wie wir hinter den Kulissen arbeiten.
Ich verstecke mich nicht gerne im Elfenbeinturm, sondern lasse die Leute und die Besucher gerne an meinem Wissen teilhaben und gebe das auch gerne weiter. Das heißt, Sie tragen Ihre Faszination für Mineralien und Edelsteine auch hinaus, ja, weil es Ihre Leidenschaft ist, aber auch weil es Ihre Profession und Aufgabe als Leiterin im Naturhistorischen Museum ist. Wie groß ist da das Interesse der Menschen? Wer kommt? Es kommen verschiedene Altersklassen, es kommen verschiedene Berufsgruppen. Und das ist das Schöne dran. Also ich erzähle den Leuten nicht nur etwas, die vorgebildet sind, wie etwa Studenten der Erdwissenschaften, sondern zu mir kommen auch Leute, die selber sammeln gehen, aber auch Leute, die mit Mineralogie überhaupt nichts am Hut haben und die dann sehr fasziniert sind, wenn ich ihnen erzähle, wo überall Kristalle zu finden sind und wo sie vor allem in unserem täglichen Leben überall zu finden sind. Mhm. Sie sind spezialisiert auf das Bestimmen von Edelsteinen in Schmuckstücken. Wer bringt Ihnen diese Schmuckstücke, diese Edelsteine? Sind das Forscherkollegen oder auch Zivilpersonen? Das sind alle möglichen Leute. Es sind Juweliere, es sind Goldschmiede, es sind Privatpersonen. Hier vor allem Leute, die im Urlaub sich etwas einkaufen oder die in einem Auktionshaus etwas erstehen und oder auch so etwas kaufen, geschenkt bekommen, vererbt bekommen und wissen möchten, was denn tatsächlich vorliegt. Mit welchen Methoden arbeiten Sie da und in welcher Form macht sich auch hier der technische Fortschritt bemerkbar? Ich arbeite natürlich mit den klassischen Methoden der Gemmologen. Das sind sehr einfache Methoden, Mikroskop und andere Kleingeräte, Diamanttester und so weiter. Das machen aber sehr viele Leute. Und dort, wo es aber genauer sein muss, dort, wo es wirklich schwierig wird, dort brauchen wir Großgeräte. Ich arbeite zum Beispiel mit Röntgendiffraktion. Hier können wir das Material identifizieren. Das ist vor allem sehr wichtig bei Schmucksteinen wie etwa Jade, Lapislazuli und anderen, weil hier sehr große Scharlatanerie auch getrieben wird mit Einfärben und Stabilisierungsmethoden. Das ist eines meiner Hauptaufgabengebiete bei den Gutachten. Ja. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen da auch allerlei skurrile Geschichten und skurrile Funde Fundstücke begegnen. Ich könnte schon ein kleines Büchlein schreiben, aber es sind halt immer diese netten Geschichten, die dann mir die Leute erzählen. Zum Teil habe ich auch das Gefühl, sie kommen mit diesen Geschichten, um von Haus aus ihr Material wertvoller zu machen. Es sind oft sonderbare Geschichten, wo Leute mir ein Erzstück bringen, wo ich weiß, das kommt in Österreich nur bei einer bestimmten Fundstelle vor. Und sie sagen mir dann, ja, das ist meinem Großvater schon auf den Kopf gefallen. Das muss vom Himmel gefallen sein. Und ich weiß, das ist ein irdisches Erz und das kommt nur in Salzburg in einem Bergbau vor. Kam es schon umgekehrt vor, dass jemand kam, der gemeint hat, ein wertloses Stück zu haben, das sich dann als besonders wertvoll herausgestellt hat? Nein, es ist vom Wert her ist es das eigentlich noch nie gewesen, aber die Leute glauben oft, dass es was anderes ist oder es wurde ihnen unter einem anderen Namen verkauft. Und alleine diese Richtigstellung beglückt manche Leute nicht besonders. Das Jahr 2014 wurde von der UNO zum Jahr der Kristallographie ausgerufen und die UNO folgte damals in der Erkenntnis, dass unser Verständnis der materiellen Beschaffenheit der Welt vor allem auf unseren Kenntnissen der Kristallographie gründet. Das heißt, das ist eine ungemeine Aufwertung eigentlich dieser Wissenschaft, die sagt, um die Erde zu verstehen in ihrer materiellen Beschaffenheit, brauchen wir Mineralogie, brauchen wir Kristallographie. Wo begegnet sie uns im Alltag? Ja, also ich war sehr froh, dass die UNESCO das voriges Jahr aufgegriffen hat, denn es ist so, dass die Mineralogie und die Erdwissenschaften bei uns im Schulunterricht praktisch nicht mehr vorkommen und weder Jugendliche noch dann die daraus werdenden Erwachsenen wissen eigentlich darum Bescheid, woraus unsere Erde besteht. Mineralien bilden nicht nur die Gesteine unserer Erde, auch der Planeten des Sonnensystems und vor allem sind es wertvolle Erze, die wir täglich brauchen. Das beginnt beim Eisenerz, aber auch bei Erzen, die in jedem Mobilfon verwendet werden. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, wie viele Vorkommen haben wir, wo sind diese Vorkommen, sind sie in strategisch wichtigen Ländern, sind sie in strategisch gefährdeten Ländern. Da entstehen heute Abhängigkeiten, die es früher nicht gegeben hat.
Aber bis hin zur Herstellung von Medikamenten zählt die Bedeutung. In welcher Form ist da die Kristallographie wichtig? Die Kristallographie ist deshalb wichtig, weil man heute sich aufgrund der Röntgenuntersuchungen man die Kristallstruktur eines Minerals sehr genau definieren kann. Und wenn man sich manche Kristalle als Vorbild nimmt, weil sie fantastische physikalische Eigenschaften haben, dann kann man sie nachbauen und kann man sie nachjustieren. Das heißt, kristallisiere ich einen Kristall mit sehr großen Hohlräumen, dann kann ich in diesen Hohlraum etwas hineinpacken, etwa ein bestimmtes Arzneimittel. Und das andere ist nur quasi die Verpackung. Und diesen Hohlraum kann ich genauso groß konstruieren heute, wie ich ihn dezidiert brauche, zum Beispiel auch für Katalysatoren. Und mit diesem Nachbau, in der Biologie gibt es sowas Ähnliches, das nennt sich Bionik. Das heißt, ich schaue mir von Pflanzen ab, was sie für tolle Effekte haben. Lotus-Effekt und Waschbecken, ja, dass das schön abperlt. In der Mineralogie gibt es so eine Bezeichnung nicht, aber sie würde vielleicht Mineralonik heißen. Ja. Man schaut sich sozusagen am Naturstein ab, was er für Eigenschaften hat, und kann ich diese Eigenschaften für irgendeinen technischen Zweck einsetzen, dann moduliere ich das so lange, bis es passt. Und das wird heute gemacht und ist ein sehr großes Aufgabengebiet der Materialwissenschaft. Gibt es da ein Mineral oder auch einen Edelstein, der Sie wissenschaftlich gesehen besonders fasziniert, weil er so besondere Eigenschaften mitbringt? Naja, das sind Mineralien, die unter unterschiedlichen Farben unter unterschiedlichem Licht ihre Farbe wechseln. Das ist der Alexandrit, ein sehr spannendes Mineral, das wahrscheinlich oder ziemlich sicher seltener und auch teurer als der Diamant ist und der eben unter einem Licht grün ist und unter anderem Licht rot. Also das sind schon seltene Dinge. Und auch diese Sachen kann man heute synthetisieren und nachmachen und für technische Zwecke, etwa für Lichtschalter, einsetzen. Die Bestände der Sammlung im Naturhistorischen Museum gehen zu einem guten Teil auch auf die Kaiserzeit zurück. Welche besonderen Stücke, welche besonderen Sammler, welche besonderen Geschichten erzählt dieser Teil der Sammlung? Also ich beschäftige mich ja sehr viel auch historisch mit dieser Sammlung. Das ergibt sich automatisch, wenn man mit so einer historischen Sammlung arbeitet. Und es war der Gemahl von der Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen, der eigentlich die Sammlung gegründet hat und der zu sammeln begonnen hat. Er war aber nicht nur der Sammler oder der Herrscher, der jetzt Reichtümer um sich schart und einfach sein Vermögen zeigen will. Er war selbst naturwissenschaftlich interessiert und hat sogar selbst Experimente gemacht. Ein ganz berühmtes ist, dass er mehrere kleine Diamanten zu einem großen zusammenschmelzen wollte. Ist nicht ganz geglückt, da die Diamanten brennbar sind, wurden sie verkohlt. Aber wir haben zum Beispiel auch dieses Experiment noch oder die Diamanten von diesem Experiment. Wie werden die Bestände auch aktualisiert und wie kommen sie zu neuen besonderen Stücken? Wir erweitern die Sammlung ständig, solange das unsere finanziellen Mittel halt irgendwie zulassen. Wir fahren auf Börsen, schauen uns um, was es Neues, Spannendes gibt. Wir sammeln ja weltweit, also unsere Sammlung ist nicht auf eine bestimmte Region beschränkt, sondern wirklich weltweit. Und wir schauen, dass wir möglichst viele verschiedene Mineralien dokumentieren. Das ist ein großes Aufgabengebiet. Wir gehen auch hinaus ins Gelände, sammeln selber und hin und wieder, in der jetzigen Zeit nicht mehr so oft wie früher, bekommen wir auch Steine als Geschenk in die Sammlung. Jetzt weiß man bei Tier- und Pflanzenarten, dass ja viele von diesen Planeten auf der roten Liste sind, dass sie verschwinden, dass aber auch immer wieder neue entdeckt werden. Wie ist das bei Gestein, bei Mineralien, bei Edelsteinen? Gibt es neue, die immer noch wieder neu entdeckt werden? Ja, also es gibt jährlich so zwischen 20 bis 50 neue Mineralien, die entdeckt werden. Die meisten sind aber so klein, dass sie mit dem freien Auge nicht mehr sehen. Die werden also mit Elektronenmikroskop und Mikrosonde bestimmt und der Chemismus bestimmt und auch deren Kristallstruktur bestimmt. Aber auch unter diesen Mineralien befinden sich wirklich spannende Substanzen, die man sich wieder als Vorbild nehmen kann, etwa für Halbleiter und andere Sachen. Also das sind keine wirklich herzeigbaren Kristalle mehr, die man in die Sammlung stellen kann, aber für die Wissenschaft sind es trotzdem wertvolle Ergänzungen. Sie waren im Zuge Ihrer Tätigkeit ja auch schon oft im Ausland, unter anderem in Pakistan oder in Afghanistan. Was war da so Ihr Fokus?
Das waren vor allem Alpinotype-Mineralien. Es ist nämlich der Fall, dass im Himalaya, auch im Karakorum, sehr ähnliche Bildungen wie in den Alpen auftreten. Und da wir diese Bildungen studieren, sind solche Vergleiche immer sehr, sehr spannend für uns. Das heißt, die Gebirgsbildung da und dort hat unter ähnlichen Temperaturen und Drücken stattgefunden. Mhm. Wo gibt es denn die besondersten Vorkommnisse an Mineralien, an besonderen Steinen? In welchen Kontinenten? Ist das Asien? Ist es Afrika? Südamerika? Naja, es sind schon die Kontinente mit den alten Gradonmassen, so wie etwa Südafrika, Australien, aber auch Indonesien. Die ganze Region, Vietnam, Burma, Madagaskar, hier kommen sehr viele spannende Edelsteine hervor. Mhm. Sie haben es vorher schon angesprochen, inwieweit gelingt es, das wissenschaftliche Interesse auch von ökologischen oder ökonomischen Fragen zu trennen? Edelsteinbesitz ist ein Machtfaktor, ein wirtschaftlicher Faktor und damit ein politischer Faktor. Gerade in Afrika werden mit Diamanten sowohl mit der Gewinnung als auch mit dem Verkauf Bürgerkriege finanziert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt, jeder fünfte verkaufte Diamant sei ein Blutstein aus afrikanischen Kriegs- und Krisengebieten. Wie gehen Sie mit diesen Fragen um? Rein wissenschaftlich ist es irrsinnig schwer, diesen Diamanten wirklich ein Mascherl zu geben. Ja? Blutdiamanten, das ist so ein Schlagwort, aber es ist nicht so, dass diese Diamanten jetzt ein kleines rotes Mascherl oder ein Blutströpfchen da drinnen hätten. Sie sind von den Eigenschaften und selbst von den Einschlüssen sehr ähnlich wie Diamanten, die auch aus krisenfreien Ländern kommen. Mhm. Das heißt, sobald diese Diamanten tatsächlich einmal das entsprechende Land, das mit einem Embargo verhängt wurde, verlassen, können wir das eigentlich nicht feststellen. Und ich denke, dass diese Embargos auch ein sehr gefährlicher Wirtschaftsfaktor tatsächlich sind. Denn wir wissen nicht, was dann eigentlich mit den Steinen und mit dem Handel beziehungsweise auch mit dem Geld passiert, wenn Europa oder große Mächte diese Steine nicht abkaufen. Ja? Wir könnten ja als verantwortungsbewusste Europäer es auch in die Bahnen lenken, dass wir diese Steine kaufen unter der Voraussetzung, dass mit den Geldern gewisse Sozialprojekte oder Spitäler oder andere Dinge finanziert werden. Und diese Embargos legen ein Lahm zum Teil auch wirklich flach, weil die Leute, die in den Minen sitzen und Edelsteine buddeln, das sind nicht gleichzeitig die, die tatsächlich Krieg führen. Mhm. Waren Sie schon in solchen Edelbauminen, in Goldminen, Diamantminen? Naja, ich war in Österreich fast in allen Bergwerken und schaue natürlich auch auf diversen Exkursionen oder Auslandsfahrten, dass ich in Bergbau hineinkomme. Das ist schon zum Teil ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt Bergbaue, da können Sie mit einem Groß-LKW hineinfahren und fühlen sich ziemlich sicher. Und es gibt Bergbaue, ein Beispiel ist Joachimsthal in Tschechien. Da steigen Sie 500 Höhenmeter nur über rostige Leitern hinunter. Ja. Gehört alles zum Betätigungsfeld und ist sehr spannend. Edelsteine gibt es nicht nur in fernen Kontinenten und fernen Ländern, es gibt auch Vorkommen in Österreich. In welcher Form? Welche Edelsteine findet man in Österreich und wo? Also der berühmteste Edelstein Österreichs ist sicher das Smaragd vom Habachtal. Das ist ein Vorkommen, das im alpinen Bereich liegt und eine Besonderheit an sich darstellt, weil Smaragd beinhaltet zwei Elemente, die von Natur aus eigentlich gar nicht so gerne miteinander vorkommen. Das ist das Chrom und das Beryllium. Und dort treffen aber im Habachtal treffen diese geologischen Gegebenheiten zusammen, die es ermöglichen, beide Elemente zusammenzuführen und diese schöne grüne Farbe des Steins hervorzubringen. Der Bergbau ist immer noch in Betrieb, er ist in privater Hand und fördert weiter wunderschöne Steine dieses Vorkommens. Und ich habe ja am Naturhistorischen Museum auch sehr viele internationale Gäste und die sind immer sehr begeistert, denn dieses Vorkommen, Smaragd vom Habachtal, ist nahezu weltweit in jedem Mineralogie-Lehrbuch vertreten. Ja. Das ist so eine Typlokalität. Sie waren auch bei Ausgrabungen gar nicht weit entfernt von hier in Tulln, in Krems tätig. Was war da die Aufgabenstellung? Also ich habe dort an der Ausgrabung selber nicht teilgenommen. Ich untersuche aber Proben, die dort in dieser jungpaläolithischen Fundstelle geborgen worden sind. Und zwar dürfte das ein sehr farbenfrohes Völkchen gewesen sein, unsere Vorfahren. Und meine Aufgabe ist es, diese Farbstoffe zu analysieren.
Und wir sind da schon auf einige sehr nette Geschichten draufgekommen. Rötel ist sehr verbreitet, aber auch ein anderes Eisenmineral. Das sind so spannende Sachen auch, wo man sich ein bisschen über den Tellerrand der Mineralogie lehnen kann. Das heißt, ich arbeite auch sehr viel mit Prähistorikern und Archäologen zusammen. Und das ist ein weiteres Betätigungsfeld, wo dann auch wieder so die Materialwissenschaft hervorgekehrt werden kann. Die Mineralogen sind nicht nur an ihren Kristallen festhaften sozusagen. Wir kennen auch sehr viele Untersuchungsmethoden und wir wissen, für welche Fragestellung wir welche Methode am besten anwenden. Ein Science Talk heute mit der Mineralogin Vera Hammer. Das Gespräch findet statt im Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, das wir Ihnen ganz kurz vorstellen. An der Universität für Bodenkultur Tulln steht der Forschungsschwerpunkt der Ressourcenschonung im Mittelpunkt. Das ist auch am Bauwerk selbst sowie an den Dachpaneelen gut erkennbar. Hier am Campus sind die wissenschaftlichen Einrichtungen, Freizeitanlagen wie die Cafeteria und auch der hauseigene Kindergarten zu Fuß erreichbar. Im Bereich der Agrarbiotechnologie wird mit nachhaltigen Rohstoffen geforscht und gearbeitet. Am Institut für Naturstofftechnik werden die umfassenden Einsatzmöglichkeiten von Naturfasern getestet. Der BOKU-Standort Tulln ist auch durch die moderne Ausstattung eine effiziente, praxisorientierte Forschungseinrichtung. Frau Hammer, Sie haben gerade die Interdisziplinarität Ihres Faches der Mineralogie und Kristallographie angesprochen. Mit welchen Disziplinen gibt es denn da besonders enge Kooperation? Chemie, Physik, aber vielleicht auch Kulturwissenschaften? Ja, es sind vor allem Historiker, wenn Schmuckstücke gefunden werden, wenn Schmuckstücke von anderen Museen, etwa der Kunstkammer oder dem Kunsthistorischen Museum, neu bestimmt werden müssen, dann kann ich das machen und führe das durch. Es sind aber eben auch Ur- und Frühgeschichte, Archäologen und es sind Forschungsinstitute, die Einrichtungen haben und Untersuchungsmethoden haben, die unserem Museum nicht zur Verfügung stehen. Ich habe mich auch der Perlenanalyse verschrieben und hier ist vor allem die Fragestellung, handelt es sich um Natur- oder Zuchtperlen? Die Kunden möchten das wissen. Und auch, sind sie aus dem Süßwasser oder sind sie aus dem Meerwasser? Das kann man heute feststellen, aber es ist nicht einfach, das festzustellen. Und hier gibt es Kooperationen mit dem Material Center in Leoben, aber auch etwa mit dem Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz. Erlauben Sie mir die Frage, wie groß Ihre eigene private Schmucksammlung ist an Perlen, an Edelsteinen? Sehr klein, quasi nicht vorhanden. Und Sie tragen auch absichtlich keine Edelsteine als bewusstes Statement? Als bewusstes Statement. Mich interessiert sozusagen der Stein an sich, die Farbe. Mir ist es oft wirklich nicht so wichtig, ob der Stein jetzt synthetisiert ist oder ob er natürlich ist. Das ist natürlich bei jemandem, der dafür Geld zahlt, eine ganz andere Frage. Ich schätze auch die Synthesen als Hightech-Produkte und erkenne an, wie toll es ist, dass man das heute schon herstellen kann. Aber es ist natürlich auch eine meiner Aufgaben, diese Synthesen im Handel herauszufiltern, wenn es darum geht, dass jemand die falsche Ware erhalten hat. Die Kristallographie wird oft als Hilfswissenschaft angesehen und das eigentlich zu Unrecht. Für bahnbrechende Fortschritte in kristallographischen Techniken und daraus resultierenden Ergebnissen wurden bis jetzt insgesamt 29 Nobelpreise verliehen, was man auf den ersten Blick gar nicht so genau erkennen mag. Zwei Beispiele: 2011 hat Daniel Schechtman for the Discovery of Quasikristalls, also für Quasikristalle bekommen, 94 Physik Max von Laue für die Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen. Wo spielt die Kristallographie da überall eine Rolle? Eigentlich überall. Hinblick auf den Nobelpreis. Es beginnt im Badezimmer bei der Zahnpasta, die, wenn sie nicht wie heute mit Plastikkügelchen, was in aller Munde ist, gefüllt ist, Füllstoffe aus Schlemmkreide oder ähnlichen Dingen hat, aber auch im Geschirrspüler, ihr Ionenaustauscher besteht aus Zeolithen, die eigens dafür konstruiert worden sind. Und diese vielen Nobelpreise zeigen, wie wichtig eigentlich die Kristallographie ist. Es begann damit, dass man die Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit der kristallinen Materie entdeckt hat. Und das war bahnbrechend. Damit konnte man in weiterer Folge diese Kristalle auch in ihrer Atomstruktur ganz genau vermessen und daraus Schlüsse ziehen. Und Sie sehen, das geht bis heute, bis zu den Anwendungen von Quasikristallen, wo es immer noch bahnbrechende Ergebnisse gibt und deswegen auch
mein Aufruf an junge Menschen, sich wirklich dieser Materie anzunehmen, sich für diese Materie zu interessieren, denn sehr viele heute gängige Studienrichtungen sind sowieso dazu auch verdammt, dass man später keinen Beruf kriegt, weil es einfach zu viele Leute gibt, die das studieren. Und hier gibt es wirklich spannende Fragen, die auch in die Umwelt, in die Recyclingtechnik hineinspielen, wo wirklich noch viel zu tun ist und wo man eigentlich ein spannendes Studium absolvieren kann. Mhm. Was sollte man mitbringen als Student oder Studentin, wenn man Mineralogie oder Kristallographie studieren will? Auf jeden Fall ein naturwissenschaftliches Interesse. Sehr gute Geometriekenntnisse beziehungsweise auch eine sehr gute dreidimensionale Vorstellungskraft. Sonst funktioniert es nicht. Auch wenn man letztendlich Kristalle auch aufs Zweidimensionale projizieren kann, es sind dreidimensionale Gebilde. Und das muss man sich irgendwie vorstellen können, bevor man es abstrahiert wieder auf Punkte und Striche. Und es ist kein Fehler, wie wir gehört haben, wenn man schon als Kind im Vorschulalter mit Kieselsteinen gespielt hat. Nein, ganz und gar nicht. Es ist aber auch eine absolute Männerdomäne immer noch, die Erdwissenschaften, Erdkunde, auch Mineralogie und Kristallographie. Welche Erfahrungen haben Sie da als junge Studentin gemacht? Also, Sie haben es schon angesprochen, es ist eine Männerdomäne und es wäre verwunderlich, wenn man hier nicht irgendwann an die gläserne Decke stoßen würde. Ich habe es, glaube ich, einigermaßen mit Bravour gemeistert. Das hat mich aber auch sehr viel Kraft zum Teil gekostet. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, wenn mir die Studentinnen heute erzählen, dass sie bei Vorsprechen von Jobs immer noch mit denselben Argumenten abgehalten werden, diesen Job zu bekommen, wie ich vor 25 Jahren. Das heißt, Die da sind, sie können keine schweren Sachen heben, sie haben hier nur mit Männern zu tun. Das sind so die Hauptargumente, immer die Kraft und wie wenn man das heute nicht auch anders lösen könnte. Ja. Sie haben Mineralogie und Kristallographie mit den Nebenfächern Petrologie und Geologie an der Uni in Wien studiert. Nach Studienabschluss haben Sie halbtags an der Uni, halbtags dann an der Forschungsanstalt Arsenal gearbeitet, haben schon Analysen gemacht von Böden, von Gesteinen. Das heißt, das war auch eine Arbeit am Schreibtisch drinnen. Aber natürlich raus ins Feld, das war der andere Teil der Arbeit, oder? Ja, aber es war vor allem die Arbeit am Arsenal sehr spannend, weil ich hier das erste Mal wirklich mit Analysenmethoden konfrontiert worden bin. Wir durften dort wirklich als frisch fertige Leute an Großgeräte, an die wir an der Uni nicht durften. Ja? Und zwar ging das so weit, dass wir diese Geräte wirklich ganz genau unter die Lupe genommen haben, Arbeitsanleitungen geschrieben haben und letztendlich dabei aber auch gelernt haben, wo die positiven Seiten und die negativen Seiten der Analysenmethoden liegen. Wie groß war zu Beginn die Ehrfurcht, der Respekt vor besonders edlen und auch wertvollen Stücken? Hat das eine gewisse Überwindung bedarf? Die Ehrfurcht ist zum Teil heute noch gegeben. Bei manchen Stücken, die man angreift, hat man einfach panische Angst, dass man sie herunterfallen lässt. Ja, das kann schon mal vorkommen, aber im Endeffekt, man gewöhnt sich daran. Ich habe einen Kollegen, dessen Aufgabe war es, Münzen auf ihren Goldgehalt zu analysieren. Und er hatte bei einer Zusammenkunft erzählt, jeden Montag, wenn ich in die Arbeit komme, habe ich so einen Haufen Goldmünzen am Schreibtisch liegen. Man stumpft ab, es sind eben nur Goldmünzen. Und es sind eben nur Edelsteine. Nur Edelsteine? Was war denn so das wertvollste Stück, das durch Ihre Hände gegangen ist? Also das wertvollste Stück, das wir haben, ist der Edelsteinstrauß, der im Tresor aufgehoben ist, aber hin und wieder für Filmaufnahmen oder auch zu Restaurierungsarbeiten nehmen wir ihn heraus. Und ihn dann selbst auch nicht durch die Panzerwand zu betrachten, das ist schon etwas sehr Spannendes. Mhm. Wohin geht nun die Reise in Ihren Fächern, in der Mineralogie und Kristallographie? Welche Erwartungen dürfen wir in die Zukunft setzen? An welchen neuen Technologien wird da auch geforscht? Also die Mineralogie oder vor allem auch die Kristallographie streckt ihre Fühler in alle Richtungen aus. Es ist vor allem Medizin, Pharmazie, wo Techniken angewendet werden, Halbleitertechnik. Es sind aber auch die Techniken, etwa Stoffe, die wärmeempfindlich sind, mit Kristallen zu versehen, die eben wärmeempfindlich sind. Und Rohstofftechnik, ein wesentlicher Punkt, wie können wir am effektivsten etwas recyceln oder einen Stoff, der knapp wird, durch einen anderen ersetzen, weil er eben die gleichen Eigenschaften hat. Dafür muss man die Eigenschaften kennen.
Und diese Richtungen geben noch so viel Potenzial, dass die Mineralogen und Kristallographen noch lange nicht arbeitslos werden. Mhm. So, welche Stoffe sind da besonders gefährdet im Moment? Das sind zum Teil seltene Erden. Das sind aber auch Sachen, die wir heute in unseren Technologien wie dem Mobile Phone oder in Fernsehgeräten oder in anderen Kleingeräten täglich verwenden, ohne uns zu fragen, wo denn das herkommt. Ja? Und es ist selbstverständlich, dass heute Jugendliche alle paar Jahre ihr Handy auswechseln, obwohl das Gerät noch funktioniert. Also das war etwas, was es eigentlich in unserer vorigen Generation nicht gegeben hätte, dass man was wegwirft, nämlich so achtlos, wo man eigentlich schon weiß, dass die Rohstoffe auf der roten Liste stehen. Ja? Woher kommt's? Machen wir es am Handy zum Beispiel konkret. Woher kommen die Kristalle, die dafür gebraucht werden, um Handytechnologie zu produzieren? Ja, die kommen zum Beispiel zum Teil aus Krisenländern, die kommen zum Teil auch aus Ländern, wo die Abbauvorschriften und vor allem die Bergbaumethoden nicht so genau kontrolliert werden wie bei uns. Das heißt, es gibt weder Sicherheit für die Mineure noch die nötige persönliche Schutzausrüstung. Es wird zum Teil von Leuten gearbeitet, die nicht wirklich mehr als ihren Lendenschurz anhaben, weil es in den Minen so heiß ist. Diese Arbeit wird zum Teil auch von Kindern und Jugendlichen verrichtet. Und das ist das, was eigentlich uns alle nachdenklich machen sollte, um dass wir mit diesen Rohstoffen so sorglos umgehen, nur weil auf dem Handy, weiß ich nicht, ein Button mehr zu drücken ist oder er ein anderes Design hat und vielleicht wieder 3 mm flacher ist als das Vorgängermodell. Gibt es für Sie einen Traum, was Sie unbedingt noch selbst sehen wollen, wo Sie hinwollen zu einem Vorkommen, zu einem mineralogischen, wo Sie sagen, das muss noch sein? Also eine Diamantmine würde ich schon noch ganz gerne mal besuchen. Ja. Mhm. Vielen Menschen sagen Edelsteinen und Mineralien ja auch heilende Kräfte zu. Wie stehen Sie zu diesen Aspekten Ihres Fachs? Ja, ich müsste ganz gesund sein und bin es soweit auch. Aber es ist etwas, das wir zumindest heute mit unseren Methoden nicht nachweisen können und wissenschaftlich auch nicht nachvollziehbar ist. Ich sage einmal, wenn jemand so etwas behauptet oder diese Ideologie verfolgt, dann sollten Edelsteine vielleicht einmal oder Mineralien einmal genauso gut unter die Lupe genommen werden wie Medikamente, wenn sie dieselben Tests durchlaufen und wirklich eine Wirksamkeit bestätigt wird. Dann müssen wir uns darüber neue Gedanken machen, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht der Fall. Es geht immer nur um persönliche Empfindungen und um Weitersagen und man hatte gehört und das funktioniert, aber das ist keine Methode, die wir wissenschaftlich belegen können und deswegen ist es für mich als Wissenschaftlerin auch keine gültige Methode. Wir haben, wie alle unsere Gäste, auch Sie gebeten, Ihr Gebiet in einer Skizze festzuhalten. Ich darf Sie um die Interpretation des Bildes, das entstanden ist, bitten. Sie sehen, mit Diamanten kenne ich mich nicht aus. Ich halte sie gleich schon verkehrt. Man kann sie auch auf die Tafelfläche legen. Ich habe mir einfach gedacht, der Diamant repräsentiert am ehesten die Edelsteine. Und man kennt ihn geschliffen als brillant. Und das, was wir als Edelsteingutachter, als Gemmologen feststellen, ist, wie viele Einschlüsse ein Diamant hat, weil das den Wert mindert, zumindest für den Handel, für uns nicht, weil für uns geben die Einschlüsse sehr wichtige Aussagen darüber, wie ein Stein entsteht, unter welchen Bedingungen er entstanden ist und wo er herkommt. Mhm. Bleiben Sie vor einem Juwelier stehen und schauen sich die Auslage ganz genau an? Das heißt, die Faszination der Diamanten und Brillanten ist Ihnen nicht fremd? Nein, die ist mir gar nicht fremd. Ja, ganz im Gegenteil, es gibt da immer wieder sehr schöne Sachen zu bewundern. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist einen Besuch wert, die Mineralien- und Edelsteinsammlung des Naturhistorischen Museums. Sie sind ja auch Kuratorin im Verein der Freunde des Naturhistorischen Museums. Ja, ich bin auch im Vorstand der Freunde des Naturhistorischen Museums. Wo es viele Aktivitäten gibt, um diese Wissenschaft auch transparent zu machen. Das ist der größte naturwissenschaftliche Verein in Österreich, den wir haben. Und wir machen für Besucher sehr viel oder für unsere Mitglieder sehr viel an Programm. Wir machen Exkursionen, wir machen Vorträge, wir machen Spezialführungen. Und es ist auf jeden Fall wert, auch hier mal bei einer Veranstaltung vorbeizuschauen. Dankeschön für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Dankeschön, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Ich darf Sie auch einladen, beim nächsten Science Talk wieder mit dabei zu sein. Auf Wiedersehen.
auch noch zusätzliche Aufgaben. Ein Teil ist die Forschung, zu schauen, was mit den Materialien, gibt es neue Materialien auf dem Markt, kann man die bestimmen, kann man da etwas erforschen, dass es das noch nicht bestimmt ist. Und die Tätigkeiten in einem Museum sind sehr vielfältig. Ich mache sehr viele Führungen, ich zeige den Leuten, was wir haben, ich zeige den Leuten auch, wie wir hinter den Kulissen arbeiten. Ich verstecke mich nicht gerne im Elfenbeinturm, sondern lasse die Leute und die Besucher gerne an meinem Wissen teilhaben und gebe das auch gerne weiter. Das heißt, Sie tragen Ihre Faszination für Mineralien und Edelsteine auch hinaus, ja, weil es Ihre Leidenschaft ist, aber auch weil es Ihre Profession und Aufgabe als Leiterin im Naturhistorischen Museum ist. Wie groß ist da das Interesse der Menschen? Wer kommt? Es kommen verschiedene Altersklassen, es kommen verschiedene Berufsgruppen. Und das ist das Schöne dran. Also ich erzähle den Leuten nicht nur etwas, die vorgebildet sind, wie etwa Studenten der Erdwissenschaften, sondern zu mir kommen auch Leute, die selber sammeln gehen, aber auch Leute, die mit Mineralogie überhaupt nichts am Hut haben und die dann sehr fasziniert sind, wenn ich ihnen erzähle, wo überall Kristalle zu finden sind und wo sie vor allem in unserem täglichen Leben überall zu finden sind. Mhm. Sie sind spezialisiert auf das Bestimmen von Edelsteinen in Schmuckstücken. Wer bringt Ihnen diese Schmuckstücke, diese Edelsteine? Sind das Forscherkollegen oder auch Zivilpersonen? Das sind alle möglichen Leute. Es sind Juweliere, es sind Goldschmiede, es sind Privatpersonen. Hier vor allem Leute, die im Urlaub sich etwas einkaufen oder die in einem Auktionshaus etwas erstehen und oder auch so etwas kaufen, geschenkt bekommen, vererbt bekommen und wissen möchten, was denn tatsächlich vorliegt. Mit welchen Methoden arbeiten Sie da und in welcher Form macht sich auch hier der technische Fortschritt bemerkbar? Ich arbeite natürlich mit den klassischen Methoden der Gemmologen. Das sind sehr einfache Methoden, Mikroskop und andere Kleingeräte, Diamanttester und so weiter. Das machen aber sehr viele Leute. Und dort, wo es aber genauer sein muss, dort, wo es wirklich schwierig wird, dort brauchen wir Großgeräte. Ich arbeite zum Beispiel mit Röntgendiffraktion. Hier können wir das Material identifizieren. Das ist vor allem sehr wichtig bei Schmucksteinen wie etwa Jade, Lapislazuli und anderen, weil hier sehr große Scharlatanerie auch getrieben wird mit Einfärben und Stabilisierungsmethoden. Das ist eines meiner Hauptaufgabengebiete bei den Gutachten. Ja. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen da auch allerlei skurrile Geschichten und skurrile Funde und Fundstücke begegnen. Ich könnte schon ein kleines Büchlein schreiben, aber es sind halt immer diese netten Geschichten, die dann mir die Leute erzählen. Zum Teil habe ich auch das Gefühl, sie kommen mit diesen Geschichten, um von Haus aus ihr Material wertvoller zu machen. Es sind oft sonderbare Geschichten, wo Leute mir ein Erzstück bringen, wo ich weiß, das kommt in Österreich nur bei einer bestimmten Fundstelle vor. Und die sagen mir dann, ja, das ist meinem Großvater schon auf den Kopf gefallen. Das muss vom Himmel gefallen sein. Mhm. Und ich weiß, das ist ein irdisches Erz und das kommt nur in Salzburg in einem Bergbau vor. Kam es schon umgekehrt vor, dass jemand kam, der gemeint hat, ein wertloses Stück zu haben, das sich dann als besonders wertvoll herausgestellt hat? Nein, es ist vom Wert her ist es das eigentlich noch nie gewesen, aber die Leute glauben oft, dass es was anderes ist oder es wurde ihnen unter einem anderen Namen verkauft und alleine diese Richtigstellung beglückt manche Leute nicht besonders. Das Jahr 2014 wurde von der UNO zum Jahr der Kristallographie ausgerufen und die UNO folgte damals in der Erkenntnis, dass unser Verständnis der materiellen Beschaffenheit der Welt vor allem auf unseren Kenntnissen der Kristallographie gründet. Das heißt, das ist eine ungemeine Aufwertung eigentlich dieser Wissenschaft, die sagt, um die Erde zu verstehen in ihrer materiellen Beschaffenheit, brauchen wir Mineralogie, brauchen wir Kristallographie. Wo begegnet sie uns im Alltag? Ja, also ich war sehr froh, dass die UNESCO das voriges Jahr aufgegriffen hat, denn es ist so, dass die Mineralogie und die Erdwissenschaften bei uns im Schulunterricht praktisch nicht mehr vorkommen. Und weder Jugendliche noch dann die daraus werdenden Erwachsenen wissen eigentlich darum Bescheid, woraus unsere Erde besteht. Mineralien bilden nicht nur die Gesteine unserer Erde, auch der Planeten des Sonnensystems. Und vor allem sind es wertvolle Erze, die wir täglich brauchen. Das beginnt beim Eisenerz, aber auch bei Erzen, die in jedem Mobilphone verwendet werden. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, wie viele Vorkommen haben wir, wo sind diese Vorkommen, sind sie in strategisch wichtigen Ländern, sind sie in strategisch gefährdeten Ländern.
da entstehen heute Abhängigkeiten, die es früher nicht gegeben hat. Mhm. Aber bis hin zur Herstellung von Medikamenten zählt die Bedeutung. In welcher Form ist da die Kristallographie wichtig? Die Kristallographie ist deshalb wichtig, weil man heute sich aufgrund der Röntgenuntersuchungen man die Kristallstruktur eines Minerals sehr genau definieren kann. Und wenn man sich manche Kristalle als Vorbild nimmt, weil sie fantastische physikalische Eigenschaften haben, dann kann man sie nachbauen und kann man sie nachjustieren. Das heißt, kristallisiere ich einen Kristall mit sehr großen Hohlräumen, dann kann ich in diesen Hohlraum etwas hineinpacken, etwa ein bestimmtes Arzneimittel. Und das andere ist nur quasi die Verpackung. Und diesen Hohlraum kann ich genauso groß konstruieren heute, wie ich ihn dezidiert brauche, zum Beispiel auch für Katalysatoren. Und mit diesem Nachbau, in der Biologie gibt es sowas Ähnliches, das nennt sich Bionik. Das heißt, ich schaue mir von Pflanzen ab, was sie für tolle Effekte haben. Lotus-Effekt und Waschbecken, ja, dass das schön abperlt. In der Mineralogie gibt es so eine Bezeichnung nicht, aber sie würde vielleicht Mineralonik heißen. Ja? Man schaut sich sozusagen am Naturstein ab, was er für Eigenschaften hat, und kann ich diese Eigenschaften für irgendeinen technischen Zweck einsetzen, dann moduliere ich das so lange, bis es passt. Und das wird heute gemacht und ist ein sehr großes Aufgabengebiet der Materialwissenschaft. Gibt es da ein Mineral oder auch einen Edelstein, der Sie wissenschaftlich gesehen besonders fasziniert, weil er so besondere Eigenschaften mitbringt? Naja, das sind Mineralien, die unter unterschiedlichen Farben unter unterschiedlichem Licht ihre Farbe wechseln. Das ist der Alexandrit, ein sehr spannendes Mineral, das wahrscheinlich oder ziemlich sicher seltener und auch teurer als der Diamant ist und der eben unter einem Licht grün ist und unter anderem Licht rot. Also das sind schon seltene Dinge. Und auch diese Sachen kann man heute synthetisieren und nachmachen und für technische Zwecke, etwa für Lichtschalter, einsetzen. Die Bestände der Sammlung im Naturhistorischen Museum gehen zu einem guten Teil auch auf die Kaiserzeit zurück. Welche besonderen Stücke, welche besonderen Sammler, welche besonderen Geschichten erzählt dieser Teil der Sammlung? Also ich beschäftige mich ja sehr viel auch historisch mit dieser Sammlung. Das ergibt sich automatisch, wenn man mit so einer historischen Sammlung arbeitet. Und es war der Gemahl von der Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen, der eigentlich die Sammlung gegründet hat und der zu sammeln begonnen hat. Er war aber nicht nur der Sammler oder der Herrscher, der jetzt Reichtümer um sich schart und einfach sein Vermögen zeigen will. Er war selbst naturwissenschaftlich interessiert und hat sogar selbst Experimente gemacht. Ein ganz berühmtes ist, dass er mehrere kleine Diamanten zu einem großen zusammenschmelzen wollte. Ist nicht ganz geglückt. Die sind, da die Diamanten brennbar sind, wurden sie verkohlt. Aber wir haben zum Beispiel auch dieses Experiment noch oder die Diamanten von diesem Experiment. Mhm. Wie werden die Bestände auch aktualisiert und wie kommen sie zu neuen besonderen Stücken? Wir erweitern die Sammlung ständig, solange das unsere finanziellen Mittel halt irgendwie zulassen. Wir fahren auf Börsen, schauen uns um, was es Neues, Spannendes gibt. Wir sammeln ja weltweit, also unsere Sammlung ist nicht auf eine bestimmte Region beschränkt, sondern wirklich weltweit. Und wir schauen, dass wir möglichst viele verschiedene Mineralien dokumentieren. Das ist ein großes Aufgabengebiet. Wir gehen auch hinaus ins Gelände, sammeln selber und hin und wieder, in der jetzigen Zeit nicht mehr so oft wie früher, bekommen wir auch Steine als Geschenk in die Sammlung. Mhm. Jetzt weiß man bei Tier- und Pflanzenarten, dass ja viele von diesen Planeten auf der roten Liste sind, dass sie verschwinden, dass aber auch immer wieder neue entdeckt werden. Wie ist das bei Gestein, bei Mineralien, bei Edelsteinen? Gibt es neue, die immer noch wieder neu entdeckt werden? Ja, also es gibt jährlich so zwischen 20 bis 50 neue Mineralien, die entdeckt werden. Die meisten sind aber so klein, dass sie mit dem... Science Talk wird Ihnen präsentiert vom Land Niederösterreich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute aus dem Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, eine Forschungseinrichtung des Landes Niederösterreich, die sich schwerpunktmäßig mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen zur Energiegewinnung beschäftigt. Ein Zukunftsthema, das uns alle betrifft. Um Rohstoffe anderer Art geht es bei meinem heutigen Gast. Vera Hammer ist Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung und des staatlichen Edelsteininstituts des Naturhistorischen Museums Wien.
Als solche ist die Mineralogin für die Betreuung einer der größten Mineralien- und Edelsteinsammlungen Europas zuständig. Ein Science Talk mit Vera Hammer. Name Vera Hammer, Herkunft Wien, Beruf Mineralogin, Schwerpunkte Analyse, Bestimmung und Materialgutachten von Schmuck und Edelsteinen, Werdegang, Studium der Mineralogie und Kristallographie, ab 1989 Assistentin am Institut für Petrologie, Universität Wien, zwischen 1989 und 1992 Technikerin an der BVFA Arsenal, seit 1992 Kuratorin in der Mineralien- und Edelsteinsammlung am Naturhistorischen Museum Wien, seit 2007 Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung, Leiterin des staatlichen Edelsteinsammlungs. Instituts. Privat war bereits als Kind begeisterte Mineraliensammlerin. Brammer, Sie haben Mineralogie und Kristallographie an der Uni in Wien studiert. Woher stammt denn Ihre Faszination für Edelsteine, für Mineralien? Hat diese Materie Sie schon immer fasziniert? Ja, man kann wirklich sagen, schon immer, denn ich kann mich erinnern, dass ich schon als Vorschulkind zu Hause am Schotterhaufen gesessen bin und mich die Steine fasziniert haben. Ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen, also auch nicht so typisch für einen Mineraliensammler. Die meisten stammen aus alpinen Regionen. Aber da wir eine ewige Baustelle zu Hause hatten, hatten wir auch immer einen Schotterhaufen. Und ich durfte als Kind auch raus, wenn es geregnet hat. Und da begannen die Kieselsteine ihre Farbe zu entfalten. Für mich begannen sie zu leben. Diese besonderen Erinnerungsstücke haben Sie uns mitgebracht? Das ja, ist, ich habe vor kurzem im Elternhaus diese Kassette gefunden, die wirklich aus den frühesten Tagen meiner Sammelleidenschaft stammt. Ich habe auf diesem Schotterhaufen die schönsten Steine herausgepickt, die Märchenwürfel, die eigentlich in der Kassette waren, hinausgeschmissen. Ich habe damit das Ende meiner Kindheit beschlossen und zu sammeln begonnen. Das heißt, das, was hier drinnen sind, sind für Sie besondere Stücke? Das sind meine Schmucksteine gewesen damals als Kind, ja. Was ist dieser Stein für ein besonderes Stück? Also ich habe dann in späterer Folge ebenfalls in der Kindheit eigentlich von jedem Ausflug, von jedem Urlaub Steine mit nach Hause genommen. Und ich war einmal auf einem Jugendlager und da habe ich in einem Bachbett diesen Stein gefunden. Also von hinten quasi nicht erkennbar, aber wie ich ihn dann ausgebuddelt habe, habe ich diese wunderschönen funkelnden Kristalle gesehen. Mhm. Es war bei Bad Fischau in Niederösterreich ein schöner Kalzit und auch der erinnert mich an meine frühe Sammelleidenschaft. Mhm. Was können Sie uns über Kalzit gleich erzählen? Ja, Kalzit ist ein Kalkspat, wird er auch genannt, kann als Baustoff verwendet werden. Kalk kennt jeder, wenn er gebrannt ist, wird er als Kalkanstrich und so weiter verwendet, aber schöne Stufen werden natürlich gesammelt. Mhm. Sie leiten heute die Mineralien- und Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum und damit eine der größten Sammlungen Europas. Was zählt zu Ihren Aufgaben? Wie schaut Ihr Arbeitsalltag dort aus? Also das ist ein ganz normaler Alltag eines Kurators. Man ist für die Sammlung verantwortlich, sprich ich bin dafür verantwortlich, dass Sachen eingekauft werden bzw. aufgesammelt werden, dass diese Sachen beschriftet werden, dass diese Sachen auch nummeriert und katalogisiert werden. Aber natürlich, dass dieses Material auch bestimmt wird, dass auch das Richtige in die Sammlung kommt und nicht vielleicht unter einem falschen Namen. Und des Weiteren habe ich freien Auge nicht mehr sehen. Die werden also mit Elektronenmikroskop und Mikrosonde bestimmt und der Chemismus bestimmt und auch deren Kristallstruktur bestimmt. Aber auch unter diesen Mineralien befinden sich wirklich spannende Substanzen, die man sich wieder als Vorbild nehmen kann, etwa für Halbleiter und andere Sachen. Also das sind keine wirklich herzeigbaren Kristalle mehr, die man in die Sammlung stellen kann, aber für die Wissenschaft sind es trotzdem wertvolle Ergänzungen. Sie waren im Zuge Ihrer Tätigkeit ja auch schon oft im Ausland, unter anderem in Pakistan oder in Afghanistan. Was war da so Ihr Fokus? Das waren vor allem Alpinotype-Mineralien. Es ist nämlich der Fall, dass im Himalaya, auch im Karakorum, sehr ähnliche Bildungen wie in den Alpen auftreten. Und da wir diese Bildungen studieren, sind solche Vergleiche immer sehr, sehr spannend für uns. Das heißt, die Gebirgsbildung da und dort hat unter ähnlichen Temperaturen und Drücken stattgefunden. Mhm. Wo gibt es denn die besondersten Vorkommnisse an Mineralien, an besonderen Steinen? In welchen Kontinenten? Ist das Asien? Ist es Afrika, Südamerika? Naja, es sind schon die Kontinente mit den alten Gradonmassen, so wie etwa Südafrika, Australien, aber auch Indonesien,
die ganze Region, Vietnam, Burma, Madagaskar, hier kommen sehr viele spannende Edelsteine hervor. Mhm. Sie haben es vorher schon angesprochen, inwieweit gelingt es, das wissenschaftliche Interesse auch von ökologischen oder ökonomischen Fragen zu trennen? Edelsteinbesitz ist ein Machtfaktor, ein wirtschaftlicher Faktor und damit ein politischer Faktor. Gerade in Afrika werden mit Diamanten sowohl mit der Gewinnung als auch mit dem Verkauf Bürgerkriege finanziert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt, jeder fünfte verkaufte Diamant sei ein Blutstein aus afrikanischen Kriegs- und Krisengebieten. Wie gehen Sie mit diesen Fragen um? Rein wissenschaftlich ist es irrsinnig schwer, diesen Diamanten wirklich ein Mascherl zu geben. Ja? Blutdiamanten, das ist so ein Schlagwort, aber es ist nicht so, dass diese Diamanten jetzt ein kleines rotes Mascherl oder ein Blutströpfchen da drinnen hätten. Sie sind von den Eigenschaften und selbst von den Einschlüssen sehr ähnlich wie Diamanten, die auch aus krisenfreien Ländern kommen. Mhm. Das heißt, sobald diese Diamanten tatsächlich einmal das entsprechende Land, das mit einem Embargo verhängt wurde, verlassen, können wir das eigentlich nicht feststellen. Und ich denke, dass diese Embargos auch ein sehr gefährlicher Wirtschaftsfaktor tatsächlich sind. Denn wir wissen nicht, was dann eigentlich mit den Steinen und mit dem Handel beziehungsweise auch mit dem Geld passiert, wenn Europa oder große Mächte diese Steine nicht abkaufen. Ja? Wir könnten ja als verantwortungsbewusste Europäer es auch in die Bahnen lenken, dass wir diese Steine kaufen unter der Voraussetzung, dass mit den Geldern gewisse Sozialprojekte oder Spitäler oder andere Dinge finanziert werden. Und diese Embargos legen ein Lahm zum Teil auch wirklich flach, weil die Leute, die in den Minen sitzen und Edelsteine buddeln, das sind nicht gleichzeitig die, die tatsächlich Krieg führen. Mhm. Waren Sie schon in solchen Edelbauminen, in Goldminen, Diamantminen? Naja, ich war in Österreich fast in allen Bergwerken und schaue natürlich auch auf diversen Exkursionen oder Auslandsfahrten, dass ich in Bergbau hineinkomme. Das ist schon zum Teil ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt Bergbaue, da können Sie mit einem Groß-LKW hineinfahren und fühlen sich ziemlich sicher. Und es gibt Bergbaue, ein Beispiel ist Joachimsthal in Tschechien. Da steigen Sie 500 Höhenmeter nur über rostige Leitern hinunter. Ja. Gehört alles zum Betätigungsfeld und ist sehr spannend. Edelsteine gibt es nicht nur in fernen Kontinenten und fernen Ländern, es gibt auch Vorkommen in Österreich. In welcher Form? Welche Edelsteine findet man in Österreich und wo? Also der berühmteste Edelstein Österreichs ist sicher das Smaragd vom Habachtal. Das ist ein Vorkommen, das im alpinen Bereich liegt und eine Besonderheit an sich darstellt, weil Smaragd beinhaltet zwei Elemente, die von Natur aus eigentlich gar nicht so gerne miteinander vorkommen. Das ist das Chrom und das Beryllium. Und dort treffen aber im Habachtal treffen diese geologischen Gegebenheiten zusammen, die es ermöglichen, beide Elemente zusammenzuführen und diese schöne grüne Farbe des Steins hervorzubringen. Der Bergbau ist immer noch in Betrieb, er ist in privater Hand und fördert weiter wunderschöne Steine dieses Vorkommens. Und ich habe ja am Naturhistorischen Museum auch sehr viele internationale Gäste und die sind immer sehr begeistert, denn dieses Vorkommen, Smaragd vom Habachtal, ist nahezu weltweit in jedem Mineralogie-Lehrbuch vertreten. Ja? Das ist so eine Typlokalität. Sie waren auch bei Ausgrabungen gar nicht weit entfernt von hier in Tulln, in Krems tätig. Was war da die Aufgabenstellung? Also ich habe dort an der Ausgrabung selber nicht teilgenommen. Ich untersuche aber Proben, die dort in dieser jungpaläolithischen Fundstelle geborgen worden sind. Und zwar dürfte das ein sehr farbenfrohes Völkchen gewesen sein, unsere Vorfahren. Und meine Aufgabe ist es, diese Farbstoffe zu analysieren. Und wir sind da schon auf einige sehr nette Geschichten draufgekommen. Rötel ist sehr verbreitet, aber auch ein anderes Eisenmineral. Das sind so spannende Sachen auch, wo man sich ein bisschen über den Tellerrand der Mineralogie lehnen kann. Das heißt, ich arbeite auch sehr viel mit Prähistorikern und Archäologen zusammen. Und das ist ein weiteres Betätigungsfeld, wo dann auch wieder so die Materialwissenschaft hervorgekehrt werden kann. Die Mineralogen sind nicht nur an ihren Kristallen festhaften sozusagen. Wir kennen auch sehr viele Untersuchungsmethoden und wir wissen, für welche Fragestellung wir welche Methode am besten anwenden.
Ein Science Talk heute mit der Mineralogin Vera Hammer. Das Gespräch findet statt im Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, das wir Ihnen ganz kurz vorstellen. An der Universität für Bodenkultur Tulln steht der Forschungsschwerpunkt der Ressourcenschonung im Mittelpunkt. Das ist auch am Bauwerk selbst sowie an den Dachpaneelen gut erkennbar. Hier am Campus sind die wissenschaftlichen Einrichtungen, Freizeitanlagen wie die Cafeteria und auch der hauseigene Kindergarten zu Fuß erreichbar. Im Bereich der Agrarbiotechnologie wird mit nachhaltigen Rohstoffen geforscht und gearbeitet. Am Institut für Naturstofftechnik werden die umfassenden Einsatzmöglichkeiten von Naturfasern getestet. Der BOKU-Standort Tulln ist auch durch die moderne Ausstattung eine effiziente, praxisorientierte Forschungseinrichtung. Sie haben gerade die Interdisziplinarität Ihres Faches der Mineralogie und Kristallographie angesprochen. Mit welchen Disziplinen gibt es denn da besonders enge Kooperation? Chemie, Physik, aber vielleicht auch Kulturwissenschaften? Ja, es sind vor allem Historiker, wenn Schmuckstücke gefunden werden, wenn Schmuckstücke von anderen Museen, etwa der Kunstkammer oder dem Kunsthistorischen Museum, neu bestimmt werden müssen, dann kann ich das machen und führe das durch. Es sind aber eben auch Ur- und Frühgeschichte, Archäologen und es sind Forschungsinstitute, die Einrichtungen haben und Untersuchungsmethoden haben, die unserem Museum nicht zur Verfügung stehen. Ich habe mich auch der Perlenanalyse verschrieben und hier ist vor allem die Fragestellung, handelt es sich um Natur- oder Zuchtperlen? Die Kunden möchten das wissen. Und auch, sind sie aus dem Süßwasser oder sind sie aus dem Meerwasser? Das kann man heute feststellen, aber es ist nicht einfach, das festzustellen. Und hier gibt es Kooperationen mit dem Material Center in Leoben, aber auch etwa mit dem Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz. Erlauben Sie mir die Frage, wie groß Ihre eigene private Schmucksammlung ist an Perlen, an Edelsteinen? Sehr klein, quasi nicht vorhanden. Und Sie tragen auch absichtlich keine Edelsteine als bewusstes Statement? Als bewusstes Statement. Mich interessiert sozusagen der Stein an sich, die Farbe. Mir ist es oft wirklich nicht so wichtig, ob der Stein jetzt synthetisiert ist oder ob er natürlich ist. Das ist natürlich bei jemandem, der dafür Geld zahlt, eine ganz andere Frage. Ich schätze auch die Synthesen als Hightech-Produkte und erkenne an, wie toll es ist, dass man das heute eher auch im Karakorum sehr ähnliche Bildungen wie in den Alpen auftreten. Und da wir diese Bildungen studieren, sind solche Vergleiche immer sehr, sehr spannend für uns. Das heißt, die Gebirgsbildung da und dort hat unter ähnlichen Temperaturen und Drücken stattgefunden. Wo gibt es denn die besondersten Vorkommnisse an Mineralien, an besonderen Steinen? In welchen Kontinenten? Ist das Asien? Ist es Afrika? Südamerika? Naja, es sind schon die Kontinente mit den alten Gradonmassen, so wie etwa Südafrika, Australien, aber auch Indonesien. Die ganze Region, Vietnam, Burma, Madagaskar, hier kommen sehr viele spannende Edelsteine hervor. Sie haben es vorher schon angesprochen, inwieweit gelingt es, das wissenschaftliche Interesse auch von ökologischen oder ökonomischen Fragen zu trennen? Edelsteinbesitz ist ein Machtfaktor, ein wirtschaftlicher Faktor und damit ein politischer Faktor. Gerade in Afrika werden mit Diamanten sowohl mit der Gewinnung als auch mit dem Verkauf Bürgerkriege finanziert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt, jeder fünfte verkaufte Diamant sei ein Blutstein aus afrikanischen Kriegs- und Krisengebieten. Wie gehen Sie mit diesen Fragen um? Rein wissenschaftlich ist es irrsinnig schwer, diesen Diamanten wirklich ein Mascherl zu geben. Ja? Blutdiamanten, das ist so ein Schlagwort, aber es ist nicht so, dass diese Diamanten jetzt ein kleines rotes Mascherl oder ein Blutströpfchen da drinnen hätten. Sie sind von den Eigenschaften und selbst von den Einschlüssen sehr ähnlich wie Diamanten, die auch aus krisenfreien Ländern kommen. Das heißt, sobald diese Diamanten tatsächlich einmal das entsprechende Land, das mit einem Embargo verhängt wurde, verlassen, können wir das eigentlich nicht feststellen. Und ich denke, dass diese Embargos auch ein sehr gefährlicher Wirtschaftsfaktor tatsächlich sind. Denn wir wissen nicht, was dann eigentlich mit den Steinen und mit dem Handel beziehungsweise auch mit dem Geld passiert, wenn Europa oder große Mächte diese Steine nicht abkaufen. Ja? Wir könnten ja als verantwortungsbewusste Europäer es auch in die Bahnen lenken, dass wir diese Steine kaufen unter der Voraussetzung, dass mit den Geldern gewisse Sozialprojekte oder Spitäler oder andere Dinge finanziert werden.
Und diese Embargos legen ein Lahm zum Teil auch wirklich flach, weil die Leute, die in den Minen sitzen und Edelsteine buddeln, das sind nicht gleichzeitig die, die tatsächlich Krieg führen. Mhm. Waren Sie schon in solchen Edelbauminen, in Goldminen, Diamantminen? Naja, ich war in Österreich fast in allen Bergwerken und schaue natürlich auch auf diversen Exkursionen oder Auslandsfahrten, dass ich in Bergbau hineinkomme. Das ist schon zum Teil ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt Bergbaue, da können Sie mit einem Groß-LKW hineinfahren und fühlen sich ziemlich sicher. Und es gibt Bergbaue, ein Beispiel ist Joachimsthal in Tschechien. Da steigen Sie 500 Höhenmeter nur über rostige Leitern hinunter. Ja. Gehört alles zum Betätigungsfeld und ist sehr spannend. Edelsteine gibt es nicht nur in fernen Kontinenten und fernen Ländern, es gibt auch Vorkommen in Österreich. In welcher Form? Welche Edelsteine findet man in Österreich und wo? Also der berühmteste Edelstein Österreichs ist sicher das Smaragd vom Habachtal. Das ist ein Vorkommen, das im alpinen Bereich liegt und eine Besonderheit an sich darstellt, weil Smaragd beinhaltet zwei Elemente, die von Natur aus eigentlich gar nicht so gerne miteinander vorkommen. Das ist das Chrom und das Beryllium. Und dort treffen aber im Habachtal treffen diese geologischen Gegebenheiten zusammen, die es ermöglichen, beide Elemente zusammenzuführen und diese schöne grüne Farbe des Steins hervorzubringen. Der Bergbau ist immer noch in Betrieb, er ist in privater Hand und fördert weiter wunderschöne Steine dieses Vorkommens. Und ich habe ja am Naturhistorischen Museum auch sehr viele internationale Gäste und die sind immer sehr begeistert, denn dieses Vorkommen, Smaragd vom Habachtal, ist nahezu weltweit in jedem Mineralogie-Lehrbuch vertreten. Ja. Das ist so eine Typlokalität. Sie waren auch bei Ausgrabungen gar nicht weit entfernt von hier in Tulln, in Krems tätig. Was war da die Aufgabenstellung? Also ich habe dort an der Ausgrabung selber nicht teilgenommen. Ich untersuche aber Proben, die dort in dieser jungpaläolithischen Fundstelle geborgen worden sind. Und zwar dürfte das ein sehr farbenfrohes Völkchen gewesen sein. Science Talk wird Ihnen präsentiert vom Land Niederösterreich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute aus dem Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, eine Forschungseinrichtung des Landes Niederösterreich, die sich schwerpunktmäßig mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen zur Energiegewinnung beschäftigt. Ein Zukunftsthema, das uns alle betrifft. Um Rohstoffe anderer Art geht es bei meinem heutigen Gast. Vera Hammer ist Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung und des staatlichen Edelsteininstituts des Naturhistorischen Museums Wien. Als solche ist die Mineralogin für die Betreuung einer der größten Mineralien- und Edelsteinsammlungen Europas zuständig. Ein Science Talk mit Vera Hammer. Name Vera Hammer, Herkunft Wien, Beruf Mineralogin, Schwerpunkte Analyse, Bestimmung und Materialgutachten von Schmuck und Edelsteinen, Werdegang, Studium der Mineralogie und Kristallographie, ab 1989 Assistentin am Institut für Petrologie, Universität Wien, zwischen 1989 und 1992 Technikerin an der BVFA Arsenal, seit 1992 Kuratorin in der Mineralien- und Edelsteinsammlung am Naturhistorischen Museum Wien, seit 2007 Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung, Leiterin des staatlichen Edelsteinsammlungs. Instituts. Privat war bereits als Kind begeisterte Mineraliensammlerin. Frau Hammer, Sie haben Mineralogie und Kristallographie an der Uni in Wien studiert. Woher stammt denn Ihre Faszination für Edelsteine, für Mineralien? Hat diese Materie Sie schon immer fasziniert? Ja, man kann wirklich sagen, schon immer, denn ich kann mich erinnern, dass ich schon als Vorschulkind zu Hause am Schotterhaufen gesessen bin und mich die Steine fasziniert haben. Ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen, also auch nicht so typisch für einen Mineraliensammler. Die meisten stammen aus alpinen Regionen. Aber da wir eine ewige Baustelle zu Hause hatten, hatten wir auch immer einen Schotterhaufen. Und ich durfte als Kind auch raus, wenn es geregnet hat. Und da begannen die Kieselsteine ihre Farbe zu entfalten. Für mich begannen sie zu leben. Diese besonderen Erinnerungsstücke haben Sie uns mitgebracht? Das ja, ich habe vor kurzem im Elternhaus diese Kassette gefunden, die wirklich aus den frühesten Tagen meiner Sammelleidenschaft stammt.
Ich habe auf diesem Schotterhaufen die schönsten Steine herausgepickt, die Märchenwürfel, die eigentlich in der Kassette waren, hinausgeschmissen. Ich habe damit das Ende meiner Kindheit beschlossen und zu sammeln begonnen. Das heißt, das, was hier drinnen sind, sind für Sie besondere Stücke? Das sind meine Schmucksteine gewesen damals als Kind, ja. Was ist dieser Stein für ein besonderes Stück? Also ich habe dann in späterer Folge ebenfalls in der Kindheit eigentlich von jedem Ausflug, von jedem Urlaub Steine mit nach Hause genommen. Und ich war einmal auf einem Jugendlager und da habe ich in einem Bachbett diesen Stein gefunden, also von hinten quasi nicht erkennbar, aber wie ich ihn dann ausgebuddelt habe, habe ich diese wunderschönen funkelnden Kristalle gesehen. Mhm. Es war bei Bad Fischau in Niederösterreich ein schöner Kalzit und auch der erinnert mich an meine frühe Sammelleidenschaft. Mhm. Was können Sie uns über Kalzit gleich erzählen? Ja, Kalzit ist ein Kalkspat, wird er auch genannt. Mhm. Kann als Baustoff verwendet werden. Kalk kennt jeder, wenn er gebrannt ist, wird da als Kalkanstrich und so weiter verwendet, aber schöne Stufen werden natürlich gesammelt. Sie leiten heute die Mineralien- und Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum und damit eine der größten Sammlungen Europas. Was zählt zu Ihren Aufgaben? Wie schaut Ihr Arbeitsalltag dort aus? Also das ist ein ganz normaler Alltag eines Kurators. Man ist für die Sammlung verantwortlich, sprich ich bin dafür verantwortlich, dass Sachen eingekauft werden bzw. aufgesammelt werden, dass diese Sachen beschriftet werden, dass diese Sachen auch nummeriert und katalogisiert werden. Mhm. Aber natürlich, dass dieses Material auch bestimmt wird, dass auch das Richtige in die Sammlung kommt und nicht vielleicht unter einem falschen Namen. Und des Weiteren habe ich auch noch zusätzliche Aufgaben. Das ist ein Teil, ist die Forschung, zu schauen, was mit den Materialien, gibt es neue Materialien auf dem Markt, kann man die bestimmen, kann man da etwas erforschen, dass es das noch nicht bestimmt ist. Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat. Mhm. Aber bis hin zur Herstellung von Medikamenten zählt die Bedeutung. In welcher Form ist da die Kristallographie wichtig? Die Kristallographie ist deshalb wichtig, weil man heute sich aufgrund der Röntgenuntersuchungen man die Kristallstruktur eines Minerals sehr genau definieren kann. Und wenn man sich manche Kristalle als Vorbild nimmt, weil sie fantastische physikalische Eigenschaften haben, dann kann man sie nachbauen und kann man sie nachjustieren. Das heißt, kristallisiere ich einen Kristall mit sehr großen Hohlräumen, dann kann ich in diesen Hohlraum etwas hineinpacken, etwa ein bestimmtes Arzneimittel und das andere ist nur quasi die Verpackung. Und diesen Hohlraum kann ich genauso groß konstruieren heute, wie ich ihn dezidiert brauche, zum Beispiel auch für Katalysatoren. Und mit diesem Nachbau, in der Biologie gibt es sowas Ähnliches, das nennt sich Bionik. Das heißt, ich schaue mir von Pflanzen ab, was sie für tolle Effekte haben, Lotus-Effekt und Waschbecken, ja, dass das schön abperlt. In der Mineralogie gibt es so eine Bezeichnung nicht, aber sie würde vielleicht Mineralonik heißen. Ja? Man schaut sich sozusagen am Naturstein ab, was er für Eigenschaften hat und kann ich diese Eigenschaften für irgendeinen technischen Zweck einsetzen, dann moduliere ich das so lange, bis es passt. Und das wird heute gemacht und ist ein sehr großes Aufgabengebiet der Materialwissenschaft. Gibt es da ein Mineral oder auch einen Edelstein, der Sie wissenschaftlich gesehen besonders fasziniert, weil er so besondere Eigenschaften mitbringt? Naja, das sind Mineralien, die unter unterschiedlichen Farben unter unterschiedlichem Licht ihre Farbe wechseln. Das ist der Alexandrit, ein sehr spannendes Mineral, das wahrscheinlich oder ziemlich sicher seltener und auch teurer als der Diamant ist und der eben unter einem Licht grün ist und unter anderem Licht rot. Also das sind schon seltene Dinge und auch diese Sachen kann man heute synthetisieren und nachmachen und für technische Zwecke, etwa für Lichtschalter, einsetzen. Die Bestände der Sammlung im Naturhistorischen Museum gehen zu einem guten Teil auch auf die Kaiserzeit zurück. Welche besonderen Stücke, welche besonderen Sammler, welche besonderen Geschichten erzählt dieser Teil der Sammlung? Also ich beschäftige mich ja sehr viel auch historisch mit dieser Sammlung. Das ergibt sich automatisch, wenn man mit so einer historischen Sammlung arbeitet. Und es war der Gemahl von der Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen, der eigentlich die Sammlung gegründet hat und der zu sammeln begonnen hat. Er war aber nicht nur der Sammler oder der Herrscher, der jetzt Reichtümer um sich schart und einfach sein Vermögen zeigen will. Er war selbst naturwissenschaftlich interessiert und hat sogar selbst Experimente gemacht. Ein ganz berühmtes ist, dass er mehrere kleine Diamanten zu einem großen zusammenschmelzen wollte. Ist nicht ganz geglückt. Die sind, da die Diamanten brennen,
verbrennbar sind, wurden sie verkohlt. Aber wir haben zum Beispiel auch dieses Experiment noch oder die Diamanten von diesem Experiment. Mhm. Wie werden die Bestände auch aktualisiert und wie kommen sie zu neuen besonderen Stücken? Wir erweitern die Sammlung ständig, solange das unsere finanziellen Mittel halt irgendwie zulassen. Wir fahren auf Börsen, schauen uns um, was es Neues, Spannendes gibt. Wir sammeln ja weltweit, also unsere Sammlung ist nicht auf eine bestimmte Region beschränkt, sondern wirklich weltweit. Und wir schauen, dass wir möglichst viele verschiedene Mineralien dokumentieren. Das ist ein großes Aufgabengebiet. Wir gehen auch hinaus ins Gelände, sammeln selber und hin und wieder in der jetzigen Zeit nicht mehr so oft wie früher bekommen wir auch Steine als Geschenk in die Sammlung. Mhm. Jetzt weiß man bei Tier- und Pflanzenarten, dass ja viele von diesen Planeten auf der roten Liste sind, dass sie verschwinden, dass aber auch immer wieder neue entdeckt werden. Wie ist das bei Gestein, bei Mineralien, bei Edelsteinen? Gibt es neue, die immer noch wieder neu entdeckt werden? Ja, also es gibt jährlich so zwischen 20 bis 50 neue Mineralien, die entdeckt werden. Die meisten sind aber so klein, dass sie mit dem freien Auge nicht mehr sehen. Die werden also mit Elektronenmikroskop und Mikrosonde bestimmt und der Chemismus bestimmt und auch deren Kristallstruktur bestimmt. Aber auch unter diesen Mineralien befinden sich wirklich spannende Substanzen, die man sich wieder als Vorbild nehmen kann, etwa für Halbleiter und andere Sachen. Also das sind keine wirklich herzeigbaren Kristalle mehr, die man in die Sammlung stellen kann, aber für die Wissenschaft sind es trotzdem wertvolle Ergänzungen. Sie waren im Zuge Ihrer Tätigkeit ja auch schon oft im Ausland, unter anderem in Pakistan oder in Afghanistan. Was war da so Ihr Fokus? Das waren vor allem Alpinotype-Mineralien. Es ist nämlich der Fall, dass im Himalayan unsere Vorfahren und meine Aufgabe ist es, diese Farbstoffe zu analysieren. Und wir sind da schon auf einige sehr nette Geschichten draufgekommen. Rötel ist sehr verbreitet, aber auch ein anderes Eisenmineral. Das sind so spannende Sachen auch, wo man sich ein bisschen über den Tellerrand der Mineralogie lehnen kann. Das heißt, ich arbeite auch sehr viel mit Prähistorikern und Archäologen zusammen. Und das ist ein weiteres Betätigungsfeld, wo dann auch wieder so die Materialwissenschaft hervorgekehrt werden kann. Die Mineralogen sind nicht nur an ihren Kristallen festhaften sozusagen. Wir kennen auch sehr viele Untersuchungsmethoden und wir wissen, für welche Fragestellung wir welche Methode am besten anwenden. Ein Science Talk heute mit der Mineralogin Vera Hammer. Das Gespräch findet statt im Universitäts- und Forschungszentrum Tulln, das wir Ihnen ganz kurz vorstellen. An der Universität für Bodenkultur Tulln steht der Forschungsschwerpunkt der Ressourcenschonung im Mittelpunkt. Das ist auch am Bauwerk selbst sowie an den Dachpaneelen gut erkennbar. Hier am Campus sind die wissenschaftlichen Einrichtungen, Freizeitanlagen wie die Cafeteria und auch der hauseigene Kindergarten zu Fuß erreichbar. Im Bereich der Agrarbiotechnologie wird mit nachhaltigen Rohstoffen geforscht und gearbeitet. Am Institut für Naturstofftechnik werden die umfassenden Einsatzmöglichkeiten von Naturfasern getestet. Der BOKU-Standort Tulln ist auch durch die moderne Ausstattung eine effiziente, praxisorientierte Forschungseinrichtung. Sie haben gerade die Interdisziplinarität Ihres Faches der Mineralogie und Kristallographie angesprochen. Mit welchen Disziplinen gibt es denn da besonders enge Kooperation? Chemie, Physik, aber vielleicht auch Kulturwissenschaften? Ja, es sind vor allem Historiker, wenn Schmuckstücke gefunden werden, wenn Schmuckstücke von anderen Museen, etwa der Kunstkammer oder dem Kunsthistorischen Museum, neu bestimmt werden müssen, dann kann ich das machen und führe das durch. Es sind aber eben auch Ur- und Frühgeschichte, Archäologen und es sind Forschungsinstitute, die Einrichtungen haben und Untersuchungsmethoden haben, die unserem Museum nicht zur Verfügung stehen. Ich habe mich auch der Perlenanalyse verschrieben und hier ist vor allem die Fragestellung, handelt es sich um Natur- oder Zuchtperlen? Die Kunden möchten das wissen und auch sind sie aus dem Süßwasser oder sind sie aus dem Meerwasser? Das kann man heute feststellen, aber es ist nicht einfach, das festzustellen. Und hier gibt es Kooperationen mit dem Material Center in Leoben, aber auch etwa mit dem Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz. Mhm. Erlauben Sie mir die Frage, wie groß Ihre eigene private Schmucksammlung ist an Perlen, an Edelsteinen? Sehr klein, quasi nicht vorhanden. Und Sie tragen auch absichtlich keine Edelsteine als bewusstes Statement? Als bewusstes Statement.
Mich interessiert sozusagen der Stein an sich, die Farbe. Mir ist es oft wirklich nicht so wichtig, ob der Stein jetzt synthetisiert ist oder ob er natürlich ist. Das ist natürlich bei jemandem, der dafür Geld zahlt, eine ganz andere Frage. Ich schätze auch die Synthesen als Hightech-Produkte und erkenne an, wie toll es ist, dass man das heute schon herstellen kann. Aber es ist natürlich auch eine meiner Aufgaben, diese Synthesen im Handel herauszufiltern, wenn es darum geht, dass jemand die falsche Ware erhalten hat. Die Kristallographie wird oft als Hilfswissenschaft angesehen und das eigentlich zu Unrecht. Für bahnbrechende Fortschritte in kristallographischen Techniken und daraus resultierenden Ergebnissen wurden bis jetzt insgesamt 29 Nobelpreise verliehen, was man auf den ersten Blick gar nicht so genau erkennen mag. Zwei Beispiele: 2011 hat Daniel Schechtman for the Discovery of Quasikristalls, also für Quasikristalle, bekommen, 94 Physik Max von Laue für die Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen. Wo spielt die Kristallographie da überall eine Rolle? Eigentlich überall. Es beginnt im Badezimmer bei der Zahnpasta, die, wenn sie nicht wie heute mit Plastikkügelchen, was in aller Munde ist, gefüllt ist, Füllstoffe aus Schlemmkreide oder ähnlichen Dingen hat, aber auch im Geschirrspüler, ihr Ionenaustauscher besteht aus Zeoliten, die eigens dafür konstruiert worden sind. Und diese vielen Nobelpreise zeigen, wie wichtig eigentlich die Kristallographie ist. Es begann damit, dass man die Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit der kristallinen Materie, und die Tätigkeiten in einem Museum sind sehr vielfältig. Ich mache sehr viele Führungen, ich zeige den Leuten, was wir haben. Ich zeige den Leuten auch, wie wir hinter den Kulissen arbeiten. Ich verstecke mich nicht gerne im Elfenbeinturm, sondern lasse die Leute und die Besucher gerne an meinem Wissen teilhaben und gebe das auch gerne weiter. Das heißt, Sie tragen Ihre Faszination für Mineralien und Edelsteine auch hinaus, ja, weil es Ihre Leidenschaft ist, aber auch weil es Ihre Profession und Aufgabe als Leiterin im Naturhistorischen Museum ist. Wie groß ist da das Interesse der Menschen? Wer kommt? Es kommen verschiedene Altersklassen, es kommen verschiedene Berufsgruppen. Und das ist das Schöne dran. Also ich erzähle den Leuten nicht nur etwas, die vorgebildet sind, wie etwa Studenten der Erdwissenschaften, sondern zu mir kommen auch Leute, die selber sammeln gehen, aber auch Leute, die mit Mineralogie überhaupt nichts am Hut haben und die dann sehr fasziniert sind, wenn ich ihnen erzähle, wo überall Kristalle zu finden sind und wo sie vor allem in unserem täglichen Leben überall zu finden sind. Sie sind spezialisiert auf das Bestimmen von Edelsteinen in Schmuckstücken. Wer bringt Ihnen diese Schmuckstücke, diese Edelsteine? Sind das Forscherkollegen oder auch Zivilpersonen? Das sind alle möglichen Leute. Es sind Juweliere, es sind Goldschmiede, es sind Privatpersonen. Hier vor allem Leute, die im Urlaub sich etwas einkaufen oder die in einem Auktionshaus etwas erstehen und oder auch so etwas kaufen, geschenkt bekommen, vererbt bekommen und wissen möchten, was denn tatsächlich vorliegt. Mit welchen Methoden arbeiten Sie da und in welcher Form macht sich auch hier der technische Fortschritt bemerkbar? Ich arbeite natürlich mit den klassischen Methoden der Gemmologen. Das sind sehr einfache Methoden, Mikroskop und andere Kleingeräte, Diamanttester und so weiter. Das machen aber sehr viele Leute. Und dort, wo es aber genauer sein muss, dort, wo es wirklich schwierig wird, dort brauchen wir Großgeräte. Ich arbeite zum Beispiel mit Röntgendiffraktion. Hier können wir das Material identifizieren. Das ist vor allem sehr wichtig bei Schmucksteinen wie etwa Jade, Lapislazuli und anderen, weil hier sehr große Scharlatanerie auch getrieben wird mit Einfärben und Stabilisierungsmethoden. Das ist eines meiner Hauptaufgabengebiete bei den Gutachten. Ja. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen da auch allerlei skurrile Geschichten und skurrile Funde und Fundstücke begegnen. Ich könnte schon ein kleines Büchlein schreiben, aber es sind halt immer diese netten Geschichten, die dann mir die Leute erzählen. Zum Teil habe ich auch das Gefühl, sie kommen mit diesen Geschichten, um von Haus aus ihr Material wertvoller zu machen. Es sind oft sonderbare Geschichten, wo Leute mir ein Erzstück bringen, wo ich weiß, das kommt in Österreich nur bei einer bestimmten Fundstelle vor. Und die sagen mir dann, ja, das ist meinem Großvater schon auf den Kopf gefallen. Das muss vom Himmel gefallen sein. Und ich weiß, das ist ein irdisches Erz und das kommt nur in Salzburg in einem Bergbau vor. Kam es schon umgekehrt vor, dass jemand kam, der gemeint hat, ein wertloses Stück zu haben, das sich dann als besonders wertvoll herausgestellt hat?
Nein, es ist vom Wert her ist es das eigentlich noch nie gewesen, aber die Leute glauben oft, dass es was anderes ist oder es wurde ihnen unter einem anderen Namen verkauft. Und alleine diese Richtigstellung beglückt manche Leute nicht besonders. Das Jahr 2014 wurde von der UNO zum Jahr der Kristallographie ausgerufen und die UNO folgte damals in der Erkenntnis, dass unser Verständnis der materiellen Beschaffenheit der Welt vor allem auf unseren Kenntnissen der Kristallographie gründet. Das heißt, das ist eine ungemeine Aufwertung eigentlich dieser Wissenschaft, die sagt, um die Erde zu verstehen in ihrer materiellen Beschaffenheit, brauchen wir Mineralogie, brauchen wir Kristallographie. Wo begegnet sie uns im Alltag? Ja, also ich war sehr froh, dass die UNESCO das voriges Jahr aufgegriffen hat. Denn es ist so, dass die Mineralogie und die Erdwissenschaften bei uns im Schulunterricht praktisch nicht mehr vorkommen. Und weder Jugendliche noch dann die daraus werdenden Erwachsenen wissen eigentlich darum Bescheid, woraus unsere Erde besteht. Mineralien bilden nicht nur die Gesteine unserer Erde, auch der Planeten des Sonnensystems. Und vor allem sind es wertvolle Erze, die wir täglich brauchen. Das beginnt beim Eisenerz, aber auch bei Erzen, die in jedem Mobilphone verwendet werden. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, wie viele Vorkommen haben wir, wo sind diese Vorkommen, sind sie in strategisch wichtigen Ländern, sind sie in strategisch gefährdeten Ländern. Da entstehen heute abhängig